Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Disney Dreamlight Valley Video nach knapp zwei Wochen. Da war glaube ich mein letztes Video, so lange ist es her. Und da es einfach so langweilig in Disney Dreamlight Valley ist und erst nächste Woche am 16. Februar das Update rauskommt, dachte ich mir, komm, ich pflanze mal ein bisschen was an, verdiene mal ein bisschen Geld für Möbel und Dekoration und so weiter und so fort. Ein bisschen habe ich ja noch, 1,1 Millionen. Aber ich möchte jetzt für das nächste halbe Jahr auskommen. Darum habe ich mir jetzt Merlin mitgenommen, mein Erntehelfer. Und dann gehen wir mal ein bisschen ins vergessene Land. Nur ich glaube, dort habe ich ein bisschen zu viel gepflanzt. Ihr wisst ja, mein Lieblingsgemüse, Kürbisse. Damit kann man am meisten Geld verdienen. Und jetzt habe ich einfach mal, glaube ich, um die 2000 Kürbisse gepflanzt. Das Spiel ist sogar schon einmal abgestürzt. Es läuft auch nicht mehr ganz sauber. Und ich habe tatsächlich die Objektgrenze gesprengt. Wir können mal ins Baumenü gehen, da kann ich euch das mal zeigen. Wie ihr seht, 3067 von 3000. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Hattet ihr das schon mal? Dass ihr die Objektgrenze überschritten habt? Also anscheinend geht das bei Gemüse. Völlig verrückt. Und ich möchte jetzt kein Risiko eingehen. Nicht, dass der Speicherstand oder so noch irgendwie gelöscht wird. Und das ist auf der PlayStation 5. Und darum werden wir jetzt einfach mal ein bisschen ernten. Natürlich werde ich euch nicht alles zeigen. Aber ich möchte einfach mal sehen, wie viel Geld man dafür kriegt. Merlin hilft mir ein bisschen. Fang einfach mal an. Oh ja, das sieht so lecker aus. Mmh. Uiuiui, das gibt viel Geld. Also 2 Millionen erwarte ich jetzt schon mal. Jackpot-Kürbis nehmen wir mit. Oh ja. Und lasst gerne ein Abo und Like da, wenn euch das Video gefällt. Kein Gegenstand verfügbar. Doch jetzt. Ja, ich ernte jetzt einfach mal random in alle Richtungen. Aber es geht anscheinend, man kann über das Objektlimit gehen, was ich echt verrückt finde. Ich glaube, wenn ich das geerntet habe, muss ich erstmal bis Sommer nichts mehr machen. Da habe ich erstmal ausgesorgt in Dreamlight Valley. Vielleicht muss man die mal schnell hier einsammeln, sonst geht der blaue Schimmer verloren. Das nehmen wir alles mit. Aber ich werde euch jetzt nicht den ganzen Ernteprozess zeigen. Darum gibt es gleich einen kleinen Schnitt. Und dann sehen wir uns da hinten am Stand wieder und da gucken wir, was wir für Kohle bekommen. Also Leute, bis gleich. So Leute, eine halbe Stunde später und 2100 Kürbisse später. Gehen wir jetzt mal zum Verkaufsstand. Ich habe immer noch nicht alles geschafft. Den Rest können wir gleich gerne nochmal zusammen machen. Boah, es ist echt. Aber es lohnt sich. Hallöchen. Nur irgendwann wird es ein bisschen monoton. Ich würde gerne verkaufen. Das. Gucken, was wir dafür bekommen. Ich habe auch ein paar Erinnerungen bekommen. Ich glaube, so 5 Stück. Für die es interessiert. Bei ein paar war nur ein bisschen Geld drin. Und Merlin droppt halt so viele Kürbisse. Nein, ich will alle. Danke. So, haben wir alle. 1,3 Millionen kriegen wir jetzt dafür. Und wir sind noch nicht mal fertig. Wir sehen uns. Und man muss sich halt wirklich immer beeilen. Wenn Merlin nämlich welche droppt, dann leuchten die ja blau. Wenn man sich die nicht schnell holt, dann werden die irgendwann noch zu normalen Kürbissen. Und da muss man die alle einzeln aufheben, was ein bisschen nervt. Uiuiui, das war anstrengend. So, machen wir den Rest noch. Und ich würde es am besten vor dem Update machen, weil manchmal sind die Entwickler so böse und entwerten dann vielleicht die Kürbisse. Und dann kriegt ihr nicht mehr so viel Geld dafür. Vor dem letzten Update konnte man nämlich auch noch unendlich Sachen am Stand kaufen, wenn ihr euch erinnert. Das haben sie ja auch runtergedrosselt. Damit man das Spiel länger spielt und nicht mehr so viele Gegenstände und Geld bekommt. Darum, ich würde es am besten jetzt noch machen und Kürbisse anpflanzen. Bevor die Entwickler das dann irgendwie buffen. Das nehmen wir auch noch mit. Aha. Nein! Ja, das nervt natürlich. Aber ich sperre meinen Begleiter nie ein. Manche bauen ja immer einen Zaun um den herum. Ah, da bin ich zu faul für. So, jetzt leuchten die alle noch blau. Jetzt kann man die noch schnell mitnehmen. So. Und nicht vergessen, die Löcher zählen auch noch als Gegenstände. Also solange die Löcher nicht weg sind, solange müsste die Objektgrenze auch noch überschritten sein bei mir. Guck gleich mal. Wahnsinn.
habe ich sogar leicht unterschätzt. Ist echt verrückt. Die machen wir auch noch. Gib sie her, Merlin. Jetzt blockiert er mich natürlich wieder. Das Erden müssen sie auch unbedingt mal updaten. Das könnte auch ein bisschen besser laufen. So, jetzt nehmen wir die alle wieder mit. Gucken, wie viel wir jetzt noch rausbekommen. Ja, sagen wir eine Dreiviertelstunde braucht man schon dafür, um alles zu pflücken. Ist eigentlich machbar. Hat das jetzt, glaube ich, alles über 3 Tage angepflanzt. Zweimal gießen. Zumindest in diesem Biom hier, im vergessenen Land. Da sind die Dinger auch schon gewachsen. Da könnt ihr sie natürlich noch kochen. Am besten zu 3 Kürbis. Also nimmt 3 Kürbis und kocht die. Da kriegt ihr das meiste Geld aus, nicht 5. Aber dafür war ich jetzt zu faul. Und mir reicht das Geld eigentlich auch so locker. So, nehmen wir die hier noch mit. Ja. Der große Gewinn. Zack, zack, zack. So, schnell die vom Merlin einsammeln. So. Da ist so eine Erinnerung. Wahrscheinlich ist es eh nur Geld. Oder? Nee, so eine Erinnerung. Ja, ich glaube, so 4, 5 richtige Erinnerungen hatte ich jetzt. Nein! Merlin, du sollst nur arbeiten, nicht reden. Eben hatten wir jetzt, glaube ich, auch alles. Boah, jetzt nur noch das hier. Huiuiui. Ist ja wie auf dem echten Feld hier. Cool wäre natürlich, wenn man irgendwann so einen Trecker oder sowas bekommen würde. Oder am Begleiter, der mithilft, das zu ernten. Das wäre natürlich auch nice. Oder wie cool wäre es, wenn man das online machen könnte, dass man sich so einen Helfer holt oder so. Ja, die Reihe machen wir noch. Denn ist noch eine Erinnerung. Ah, 2 Millionen könnten wir, glaube ich, sogar rausbekommen. Her damit. So. Nein, Merlin. Boah, ich schwere ihn nächstes Mal auch, glaube ich, weg. Hier. Noch eine Erinnerung. Ja, geht doch. Oder sind auch welche hingeflogen. Manchmal sprüht er die echt weit weg. Oder hinten ist auch noch einer. Müssen wir uns auch schnell holen. Wir wollen alles mitnehmen. Da sind auch noch welche. Ich glaube, das ganze Inventar nochmal voll kriegen tun wir jetzt nicht. Einer. Das sind halt echt krank viele. Ich bin froh, dass das Spiel nicht abgestürzt ist bisher. Aber wie gesagt, es war schon wirklich am Ruckeln. Darum eigenes Risiko, ob ihr das auch nachmachen wollt oder nicht. Das ist immer nervige Arbeit, wenn man dann zu lange wartet. Boah, Goofy, bald geschafft. Hui. Lasst dafür bitte mal ein Like und ein Abo da. Da freue ich mich sehr, sehr, sehr drüber. Dankeschön. Ich hoffe, es ist nicht zu langweilig. So. Wir haben es ja auch gleich geschafft. Ist nicht mehr weit weg. Und da bin ich mal aufs Update am 16. gespannt. Obwohl ich endlich mal ein neues Biom haben will. Ja. Oder die anderen, diese Säulen. Da gibt es ja immer noch diese Lichtsäulen. Diese Kugelsäulen. Da geht irgendwie auch gar nichts mehr mit, ne? Ich glaube, 4 Stück stehen auch noch überall rum. Schnell das wieder mitnehmen. Aber ich denke, im Sommer kommt da relativ viel. Haben sie ja versprochen. Da soll ja die Story auch weitergehen. Um das vergessen.
Weil bisher kam ja nur Scar als neues Biom. Obwohl, das war ja eigentlich nicht mehr ein Biom, ne? War das abgeschlossen oder war es schon da? Ich weiß es gar nicht mehr. Und da in Scribus Haus sieht ja auch noch einer, glaube ich, im Sommer ein. Und im April kommt ja dann Simba und Nala. Ja, ist zwar auch kein Biom, ist nur wieder so eine Tür im Schloss, so eine Welt, wo man nie mehr wieder hingeht. Was ich mal persönlich ein bisschen langweilig finde. Und König der Löwen, naja, man hatte jetzt schon Scar. Muss man die beiden jetzt noch so schnell hinterher haben? Weiß ich nicht. Ich glaube, da hätte ich eher Monster AG oder so gefeiert. Oder vielleicht mal komplett was anderes. Vielleicht mal so Cars oder sowas. Oder wie gesagt, Findet Nemo wäre auch cool. Mit so einem Unterwasser-Biom. Ah, vielleicht kommt das ja alles noch. Schauen wir mal. Nein, das wollte ich nicht mit dem die Erde. Da hinten müssen wir auch noch hin. Oh ne, hier sind die alle schon wieder nicht mehr blau. Nur noch ein paar. Bin mal gespannt, wie viel Zeit wir am Ende brauchen für alles. So. Wenn ihr keinen Bock habt, könnt ihr auch gerne nach vorne skippen. So, dankeschön. Das sind auch noch welche. Boah. Merlin, kannst du die nicht immer so weit rumspritzen? Boah, bis hier hinten hin. Oder kriegen wir das Inventar noch voll? Nee, 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 okay. Boah, sind ja auch noch welche da hinten. Ja, ist glaube ich, wenn kein Platz mehr da am Rand ist. Dann haut er die woanders hin, die Dinger. Aber ich will hier keinen vergessen. So. Da sind immer noch recht viele. Gehen wir hier weiter. Immer muss man nichts essen beim Ernten. Das finde ich schon mal sehr gut. Warum auch immer. Aber hier hat er unendlich Energie. Boah, gleich geschafft. Hab schon Rücken. So, die Reihe noch hier. Das sieht so wenig aus, aber es ist doch so viel. Oh ja, es liebe ich. Oh, pack sie alle ein. Oh ja. Bestes Gefühl. Ja, die Reihe nehmen wir auch noch mit. Komm, let's go. Ja, es nervt ein bisschen, dass sie echt immer im Weg stehen. Ja, komm, die Reihe machen wir auch noch. Ich glaube auch, dass sie vielleicht diese Drop-Rate verringern, dass Merlin da nicht mehr so viele, oder euer Begleiter nicht mehr so viele Kürbisse raushaut. Es ist schon schnell verdientes Geld und mit ein paar Millionen kommt man echt ein paar Monate aus. Ne, kommt natürlich darauf an, wie viele dekorieren wollt, wie viele bei Dagobert kauft und so weiter. Da bin ich auch mal gespannt, ob da mal neue Möbel und so kommen. Und vielleicht mal neue Klamotten für Herren. Würde ich mich auch mal sehr drüber freuen. Weil es gibt gefühlt irgendwie nur Kleider. Und jetzt verteilt er die wieder überall. Wir haben es gleich, Leute. Endspurt. Auch noch. Schnell holen. So. Da ganz hinten ist noch einer. Hier muss ich auch mal ein bisschen aufräumen. Sehe ich gerade. Sorry. So. Da hinten sind auch schon wieder welche. Warum fliegen denn zwei Stück da ganz hinten hin? Das ist ja verrückt.
Erinnerung. Na, ja, ist noch eine Münze. Einmal müssen wir noch da vorne hin. Ich hätte mir noch ein Gericht kochen sollen, damit man schneller rennen kann. Okay, der Endspurt zieht sich leider doch ein bisschen. Ich dachte, das hätte ich jetzt in 5 Minuten fertig. Aber es dauert doch noch ein bisschen länger. Aber come on. Zusammen macht das doch mehr Spaß. So, komm, jetzt ziehen wir den Rest eben durch. Boah, wie lange haben wir jetzt gebraucht? Boah, knapp eine Stunde, 50 Minuten? Hätte ich doch nicht gedacht, dass es so lange ist. Aber es ist so lang. So, gleich haben wir es. Ich schätze mal so 2 Millionen, dass wir jetzt nochmal 700.000 bekommen. Und die Löcher verschwinden ja eh nach 2 Tagen, glaube ich. Die lassen wir einfach so. So, und den Rest noch, Olli, komm. Gleich haben wir es gepackt. Dann noch einsammeln. Und das noch. Und wir haben alle geerntet. Die nehmen wir schnell noch mit. So. Und da hinten liegt wieder so ein Ding. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viele das waren. Obwohl es mich interessiert hätte, wie viel ich auch eingepflanzt habe. Ich glaube auch so um die 2000, würde ich so sagen. Knapp 2000 habe ich bestimmt eingepflanzt. Ist auch noch einer. So. Jetzt holen wir uns die Belohnung ab. Boah, schon Augenschmerzen. So viele Kürbisse. Nein, muss ich die jetzt echt alle so einsammeln? Oh. Komisch, dass es manchmal so schnell geht irgendwie. Pua könnte auch mal ein bisschen mithelfen. Oh, da ist noch einer. Sind doch noch nicht fertig. Oh. Nein. So. Ja, wir haben es gleich. Hab schon Seitenstiche. So. Hier ist noch einer. Ich glaube, das war's, ne? Und wir haben es. Und er droppt nochmal, natürlich. So, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ja, gucken wir mal. Boah. Hey, du! So, wir wollen verkaufen. Zack. Ich zähle gleich mal durch, wie viele Kürbisse das jetzt waren. So ungefähr. Das sind jetzt 7 Stück mal 3 sind 1. Ja, so 20. Nochmal 1000. Ja, 3100 waren das jetzt so. 652.000 kriegen wir nochmal für. Ja, knapp 2 Millionen. Nice. Ja, 2 Millionen haben wir verdient. Wir sehen uns. Also, wenn ihr es nachmachen wollt. So sieht es dann aus und so viel bekommt ihr. Und so viel Arbeit ist es so. Ungefähr eine Stunde hat es gebraucht. Danke fürs Zusehen. Wenn ihr so lange durchgehalten habt, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.